Neue Folge, offline und ehrlich, jetzt auf Spotify verfügbar. Ja, und was soll ich denn sagen? Wenn ich neue Folge offline. Ja, sorry, ich wusste nicht, wohin. Ich habe aber irgendwie meine Stimme weggebrochen. Was war das denn? Das war neue Folge, offline und ehrlich, ist jetzt auf Spotify verfügbar. Punkt. Moin Leute, Trimax hier. Wir spielen weiter das neue Game von Supercell, Boom Beach Frontline. Ein Misch aus Boom Beach und Brawl Stars. Mich hat das Game total abgeholt. Ich finde es sehr, 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 sehr gut. Es ist ein 9 gegen 9. Man hat leider nicht so viel Impact auf den Spielausgang, wie ich es gerne hätte, wenn ich schon reinpaye. Meine meisten Truppen sind Level 8. Ja, heute wollen wir Max gehen? Also, ich will das Level 10 spüren, gerade mit der Sniper und sowas. Bigspin kommt später auch noch dazu. Ich werde das erstmal wieder aufladen. Das kam jetzt raus, das Game. Sehr bald kommt auch noch Clash Mini raus, Clash Heroes und es gibt ein riesen Clash Royale Update mit Level 14 und noch viel mehr Content. Also Supercell hat ja so anderthalb, zwei Jahre gebraucht für den Umschwung, dass sie größer geworden sind und jetzt ballern sie die Mobile Games raus und sind immer Platz 1. Mir macht jedes Game viel zu viel Spaß. Also keine Ahnung, die treffen immer genau meinen Geschmack. So, jetzt sollen wir erstmal aufladen. Macht das auf gar keinen Fall zu Hause nach, auch wenn das Game zu maxen nicht so teuer ist. Okay, dann wollen wir jetzt. Wir sind schon hier Level 8. Das heißt, das Geile ist, ich habe alle Truppen, die ich neu freischalte, instant Level 8. Jetzt habe ich den Assault schon Level 9. Der könnte bald Level 10 gehen. Ich möchte auf jeden Fall Sniper Level 10. Sniper Level 10 wäre ein Traum. Oh, eine Einheit habe ich schon, Shotgunner. Die läuft sehr schnell und kann im Nahkampf alles wegbursten, aber dann wirst du geholt. Also, ich sehe noch nicht den Nutzen. Eventuell mit einem Shield und einem Heiler und einem mit Teamplay. Guck mal, das Game kam ja gerade raus. Schaut euch mal an, wie viele Truppen es gibt. Guckt euch das mal an. Das ist alleine die Truppen, die Verteidigungsgebäude, die ganzen Fahrzeuge und dann noch die Fähigkeiten, die Fallen. Absurd. Also ganz krank. Man kriegt zwar relativ viele Karten. Oh, 10 Sniper, geil. Oh, wieso ist das? Alleine die Defense, die ich habe. Das macht so... Oh, sehr schön, 5 Sniper. Das macht so Spaß, wenn du einfach... Du kannst deine Verteidigung bauen. Dann baue ich irgendwie so eine Boom Cannon auf einem viel zu hohen Level. Und dann, keine Ahnung, bin ich dabei A anzugreifen, aber meine völlig überlevelte Boom Cannon verteidigt bei B. Nichtsdestotrotz habe ich gestern alleine genauso viel verloren wie gewonnen. Also man ist alleine. Man ist, auch wenn du böse reinpayst, du bist alleine. Macht zu Hause auf gar keinen Fall nach. Das ist sehr dumm, ne? Also ihr seht das. Free-to-play macht ultra Laune. Ihr könnt jeden Tag zocken und euch Sachen freischalten. Das Game ist nur in Kanada draußen und nicht in nirgendwo anders. Nur Kanada. Only Kanada. Auch, dass du jedes Game verschiedene Fahrzeuge hast, verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Unterstützung. Ist so nice. Und dann die verschiedenen Maps, da sind die Games immer wieder anders. Also das ist einfach sau smart. Shotgunner Max Level. Kann ich die jetzt nochmal ziehen, ist die Frage. Zieh ich die nochmal? Wenn ja, kriege ich dafür extra... Da passiert gar... Ist einfach... Da steht maximales Level und ich bekomme nichts. Wow. Echt jetzt? Ich krieg nichts mehr. Achso, jetzt! Jede Kiste ist das jetzt so der Fall? Okay. Also, ich krieg keine Sniper, die ganze Zeit nicht. Ich krieg nur Assaults. Achso! Und Shotgunner. Und keine Sniper. Und ich krieg dafür nichts als Duplikatersatz. Cool. Aber Level 10 wird dann ja richtig dumm teuer. Also, richtig dumm wird der Scheiß dann ja. So, 4 Warrior noch. 3. Der ist cool, der kommt. Keine Sniper in Sicht, weit und breit. 2 noch. Wie lange sind wir schon auf 25 Sniper? Ayo. Alter, da sitze ich ja alleine. Also selbst wenn ich die Gems jetzt hätte, würde ich ja hier 2 Stunden lang 1000 Euro irgendwie verbrennen, bis ich den Sniper habe. Kommt gar nicht. Also 0. Ich hab ihn for real 0 mal. Wie viele Rare Cards? Wie viele Rares gibt es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Rares? Ich hab die am Anfang mega gefeiert, weil es so viel Content schon gibt am Tag 1. Aber 21 Rares? Vielleicht hilft es, wenn du die anderen Rare Cards verbesserst. Ich glaube, ich hab den Sniper einfach auf dem besten Level. Ein Warrior nur noch. Für Level 9. Da ist er. Warrior Level 9. So, jetzt graden wir mal ein bisschen ab. Heavy. 9. Zuka. Stark gegen Feindner.
Oh ne, die töten auf 8. Firebomber kann auch geil sein. 9. Warrior. 9. Wie kann der so doll aussehen wie Rumatra? Wahnsinn. Der hat auch genau den gleichen Blick drauf. Ja, wir ziehen mal hoch. Den feiere ich noch sehr. Können wir gleich zweimal hochziehen. Der Scorcher ist noch sehr mächtig. Flammenwerfer. Panzer. Oh, mein Lieblingsfahrzeug. Der Mega-Kritter. Das ist eine kleine Krabbe mit einer Shotgun vorne dran. Den Rest können wir mal testen. Jetzt ziehen wir das Mortarbike von 6 auf 7, 7 auf 8, 8 auf 9. Er ist so am Pain. Nee, das ist der Free-to-Play-Account. Ich will mal gucken, wie weit man kommt, ohne zu Pain. Ah, nee, doch nicht. Das ist der Play-to-Win-Account. Hier versuche ich, so weit zu kommen, wie es geht, ohne zu spielen. Ja, aber es ist halt auch gar nicht lustig irgendwie, ne? Also jetzt sind hier schon ein paar hundert Euro drin, ne? Also, und die gehen auch ganz schön schnell weg. Jetzt kriege ich noch diesen hässlichen Drecks-Medic, der aussieht wie Rumatra die ganze Zeit. Den ich auch maxed habe, den ich gar nicht ziehen möchte. Keine Warrior, keine Sniper. 4 Sniper. Alter, jetzt haben wir ein Viertel. 5. Kurz mal Hoffnung. Ist das Hoffnung? Ey Leute, wir werden gleich so zocken. Ach Digga, 1 Sniper und 10 Sniper Tower. Das ist Scam. Leute, ey, ist das wirklich so, ne? Ich mach das hier nur für euch. Ich will das gar nicht. Aber ihr müsst sehen, wie Max Sniper aussieht. Das ist auch so ein bisschen ein Bildungsauftrag, den ich hier erfülle. Versteht ihr? Mir macht das hier keinen Spaß. Ich will das nicht. Ihr zwingt mich dazu. Your purchase could not be completed? For assistance, contact iTunes Support at www.apple.com/support/iTunes/ww/. Ich hab grad übel aufgeladen. Ich hab grad richtig redeemed die Codes. There was an issue with your purchase. Please try again or contact support if your issue persists. Nee. Was soll das denn jetzt? Geht nicht. Jetzt hab ich die gekauft und kann sie nicht. Ich hab mir jetzt gerade. Ja, geht nicht. Geht nicht. Hab's wieder. Es geht nicht. Ich hab mir jetzt gerade nochmal 400 kanadische Dollar besorgt. Ich krieg's nicht. Jetzt kann ich nicht mehr payen und hab trotzdem das Guthaben gekauft. Müssen wir jetzt wohl zocken? Wahnsinn. Was zocken wir als erstes? Sniper 9? Warrior 9? Soul 10. Eine 10er Einheit ist auch sick. Eine Suka brauchen wir, wenn die Gegner viele Gebäude haben und Panzer. Da wird die ganz krank sein. Wir bringen die 9er Sniper aus. Und Zings ist da und heilt. Zings ist da und heilt. Wir werden kiten, bis sich die Balken biegen, Alter. Wir werden die so abfucken. What the fuck? Nein. Habe ich ihn geone-shottet oder war noch ein anderer Sniper dabei? Den habe ich doch nicht geone-shottet. Das wäre zu krank. Wenn ich einen Sniper Level 3... Das war nicht alleine. Den habe ich nicht geone-shottet. Das wäre viel... Das wäre das heftigste Pay-to-Win aller Zeiten in Supercell. A, eingenommen. Bam, Sniper Tower gebaut. B, taken. Gegner B, das ist in Ordnung. Die Map finde ich sehr geil. Oh, Gegner in Deckung. Rückzug, selber in Deckung gehen. Ein Kill. Der ist nicht in Deckung. Oh, schön jetzt. Na gut, Zings heilt. Kann ich ein bisschen aggressiver spielen. Den haben wir auch. Schön. Was haben die da? Ein Flammenwerfer. Flammenwerfer kontert Sniper. Der kommt erst raus wie ein Tesla. Oh, von rechts kommt eine Suka. Oh, guter Hit. Schöner Kill cross the map. Gegner setzen überwacken. Airstrike ein. Da ist ein Sniper. Habe ich ihn geone-shottet? Das bin ich doch nicht alleine, oder? Kann ich mit Level 9 einen Sniper auf dem Level 1 shotten? Hol ich eher einen Sniper Tower? Der war schon Level 6. Oder explodiert was? Ah. Halt mich immer weiter. Schnell in Deko gehen, schnell in Deko gehen. Es sind sogar 2 Heiler. Ah ja, okay, jetzt haben die einen Heavy noch. Jetzt haben die noch einen Heavy, der geheilt wird. Der gut, der geht gar kein Damage mehr. Ne, können wir knicken. Zings, sehr, sehr gut gespielt. Ich one-shotte gegnerische Sniper. Ich one-shotte die. Das ist ohne Witz das heftigste Pay-to-Win, was ich, glaube ich, von Supercell jemals gesehen habe. Ich one-shotte gegnerische Sniper. Da, tot. Der ist doch so useless. Und gewonnen. Einen Heal-Motor noch einsetzen. Ah, Hilfe, Hilfe. Ach, Digga, ich krieg genau auf meinen Kopf das Ding, ne? Hier ein großes Fahrzeug. Zings, steig ein. Sauber. Der steigt auch ein. Komm, sauber. Der, jetzt kommt ein richtig böses, gepanzertes Gefährt. Auf welchem Level? Ich hab das Ding auf Level 9. Wir haben noch gar nicht gewonnen, obwohl wir so dominiert hatten. Das Ding sprayt ja ordentlich, ne? Airstrike macht extra Damage gegen uns. Okay, das hat sehr weirdes Handling, das Ding. Einfach reinfahren hier?
mache, ich kann auch Roadkill machen, ne? Oh, Roadkill! Okay, das Ding ist auf Level 9 ja krank. Oder heilt uns hier jemand? Halt Small, ich bin einfach in deren Base reingefahren. Stellen wir wieder. Ah, ich habe zwei Zooka hinten drauf! Wir fahren zu viert! GG. Das war doch völlig OP, oder? Wie viel Leben hatten wir denn? Ich habe zwei Zookas hinten drauf und gewonnen. Ey, die Fahrzeuge sind noch stärker als der Sniper. Und der war schon heftig. Zink, sehr gut gespielt. Die waren einfach hinten drauf. Wir waren ein Healer, zwei Bazookas und ich als Fahrer mit Level 9 mit ultra viel Leben. Das fand ich stark. Mein Charakter ist am besten, um feindliche Gebäude auszuschalten. Dafür ist der sehr geil. Wie weit ich werfen kann. Seht ihr das? Ich kann zwar nicht mehr laufen. B, taken. Oh. Schüsse fliegen auch sehr langsam. Ich weiß nicht, warum die Level 8er Flammenwerfer haben. Was soll der Scheiß? Das Gute ist, ich kann halt mit dem Ding hinter Deckung feuern, ne? Guck mal hier, das ist jetzt C. Guck mal hier. Cool, seht ihr das? Ich setze einfach Brandflächen hin. Seht ihr das? Guck mal, 2000 Damage. Weg. Völlig out of range das Ding abgebrannt. Wie OP ist das? Das ist einfach das Ding. Ist weg. Da, noch eins. Das brennt sogar. Das geht nicht nur kaputt, das brennt. Nächste Defense zerstört. Ich kann von hier einfach deren Base abfackeln. Übel entspannt. Ich brauche nur einen Tank zur Ablenkung, ja. Aber gegen Leute ist der kacke. Aber guck mal, ja, da, wenn er da in der Deckung ist, ist es geil. Dann brennt der übel. Der ist doch tot, oder? Ja, abgebrannt, easy. Jetzt ist mir alles egal. Ich hole den Missile Tank. Guck mal. Alter, wie viele Raketen kann ich schießen? Ah, die Zooka kontert mich. Ah, ich habe eine Mindestreichweite. Guck mal, ich kann den jetzt nicht angreifen, weil der zu dicht ist. Was ist mit dem? Ich muss weiter weg. Der hat ja eine riesen Range. Wir haben vier Sniper dahinter. Alter. Guck mal. Ein Kill. Ah, die haben da eine dicke Heilung auch da drin, ne? Also es ist ein dicker Impact, aber die haben halt gerade alle Heilung geploppt da hinten, ne? Ich finde, also den finde ich ziemlich sick auf der Distanz. Die Schüsse sind halt wahnsinnig delayed und man kann nicht in Lauf zielen. 3000 Punkte wieder. Okay, den Raketentank, den habe ich noch nie gespielt. Den fand ich gerade ziemlich geil, oder? Wie viel Damage da von da oben reingeregnet kommt, obwohl sie ja sogar in der Heilung drin waren. Gibt so viele Verteidigungsgebäude. Ey, das war's erstmal mit der Folge. Wir haben übel reingepayt. Das wird noch dauern. Ich weiß nicht warum, weil ich nicht aufladen kann. Ich will aber in der nächsten Folge, dass ich das hinkriegen kann. Sniper Level 10 und Warrior Level 10. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, genauso wie das neue Game Clash Mini, Clash Heroes, die sehr, sehr, sehr geil werden. Und das große Clash Royale Update, einfach den Kanal abonnieren. Dann habt ihr alles. Noch mehr Gameplay gibt's auf Second Try. Schreibt eure Meinung zu dem Ganzen sehr gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.